Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Altes Live. Heute wieder auf Brudis Server mit ZN Security und Konsolendoc. Viel Spaß beim Zuschauen. Steig jetzt auch rein, du kriegst noch. Sag mal, Martin, bist du eigentlich noch auf dem Channel? Martin Pablo. Moin. Ja, aber gab kein Geld mehr für Bank. Was machen wir jetzt eigentlich? Bisschen Lava. Ja. Sind genug Cops online, um eine Tankstelle auszurauben, um schon mal auf uns aufmerksam zu machen? Schauen wir doch gleich mal. Sind bestimmt noch 4 online. 2 Cops sind online. Ja, können wir keine ausrauben. Warum? Geht das? Dann halt mal an der nächsten an, dann raube ich aus. Ja, ich habe schon Tankstelle ausgeraubt, aber kein einziger Cop online. Auf anderen Server geht das nicht. Ja. Also ich weiß nicht, was ja, also, wenn es kommt noch ein Update, ne? Nein, die kannst du nein, nicht. Nein. Achso, weiterfahren. Server zum Waffenladen, ich brauche wieder Waffe. Roland. Schade, dass jetzt zu der Uhrzeit nicht mal so viele Cops online sind, ne? Das kommt immer ganz drauf an, ne? Jetzt zum Beispiel kein nur noch einer drauf. Lol. Hab nichts getan, wurde getötet. Oh nein, er hat nichts getan. Hier, die Tanke kannst du jetzt ausrauben, wenn die kommt. Wer raubt? Ich raube. Warte, ich fahr nochmal wieder ein Stück zu. Immer warten, bis der Fahrer das Go gibt oder selber aussteigt. Ansonsten. Ist meistens ganz schnell. Ja, bist du tot und dann schickt einer Sportlimousine. Ja, ihr könnt los. Geil, dann will ich meine Bank aus, eine Tanke ausrauben. Me all your money. Nütziger Nixnutz. Bild ab. Ich bin der Sitzer. Guckt mal einer Richtung Kavala. Ich gucke in die andere Richtung. Ja, mach ich. Der Kassierer hat heimlich die Polizei informiert. Was ein Arschloch. Kleiner Mann, Haufen ballern den Typen. Ach, mit dem Polizisten, bei dem einen. Wie viel Prozent? Fast 50. Hör mal, ich muss noch mal einen Snackshop, ne? Tut mir leid, der Verkäufer, da muss ich mir einen Snack gönnen. Umso mehr sind noch Kasse drin, in denen du dein eigenes Geld raubst du gleich wieder mit aus. Ich hoffe, da gibt's was. Schlapp. Wie alt bist du schon? 80. Mhm. 90. Läuft bei euch? Iggy. Komm dann Richtung Atira gleich, wir fahren jetzt hoch. Aber okay. Was hab ich gezockt? Hat's gelohnt. Was gab's denn? Nice. 6000. Was? Nice, Iggy. Ja, ich hab doch die Crooks. Lass mich dann aus rum. So, wir machen jetzt zur Tankstelle. Oh Gott. Oder oh, ich dachte gerade, das wäre mein D-Sing gewesen. Oh, schon ja, wieder, voll, schon wieder verletzt. Weil nicht reparieren. Ja, ich bin bei mir war es D-Sing, deswegen ich hab gelenkt, aber der ist auf einmal. Ich muss noch gerade rausfahren. Pass auf, jetzt macht die Limo BOOM! Das ist immer so ein Glück. Ja, kleiner mal hinten schön rechts. Ja, hinten auch noch. Die Karre ist zwar übelst schnell in der... Ach du Scheiße. Ich will. War das wieder Diesing? Nein, das war diesmal kein Diesing. Kannst du auch Sportlimousine fahren? Wenn nicht, dann lass mich fahren. War zwar ab und zu dagegen, aber... Alter, ich hab bloß noch 60 HP. Fuck. Ich hab noch 62.
Ich sterbe eher, als ich überhaupt irgendwas gemacht habe. Deswegen fahre ich lieber, weil ich dann weiß, wie viel HP ich noch habe. Gibt es hier eine Handbremse? 63 habe ich nur noch, ey, so ein Scheiß. Aber ich würde nicht ziehen. Und wenn du 300 fährst, würde ich Feind X drücken. Bei der Info, was sonst. Da kommt gerade ein Tanker. Hinter uns kommt ein Tankwagen. Wagen. Kommen wir den ausrauben? Nimm einen aus, bleib stehen. Nee, der muss doch erstmal prozessen, oder? Na und, nimm einfach den Tankladen weg. Ja, nimm einfach den Tankwagen weg. Fahr erstmal ein Stückel hier weg, der sieht uns doch. Jetzt ist er hinter uns. Ne, er ist nicht mehr hinter uns. Da, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Ich will auf dem Fahrer sitzen, weil ich am Weg habe. Anhalten! Sonst schießen wir. Naja, lass ihn, er ist schon zu weit. Das ist bestimmt ein Helmut Müller oder so. Komm, hinterher, den nehmen wir. Weiß Ranzratte. Den nehmen wir. Den dann immer eine Matschneide. Ich wollte nämlich in die. Den geben wir von hinten, in den Hintern. Der kriegt richtig die. Der Ölprozessing war geradeaus. Da ist er. Hör mal, wenn du jetzt irgendwo gegenfährst, dann sind wir tot. Ja. Oh. Kavala? Ich seh schon, komm. Ich seh. Boah, Alter. Alter. Okay, ich hab doch fettes D-Sync, Alter. Ja, der hat von mir auch gedesinkt. It's in the Roland. Frank the Tank ist das. Frank the Tank. Kann man das schon wegen hinterher fahren? Ja, fahr hinterher, den nehmen wir aus. Der fährt gegen irgendwo vor, weil er so. Oh, jetzt. Jetzt hat er ein Problem. Der fährt weiter. Das Blöde ist, ich kann nicht durch Matsch fahren. War 7 km/h im Matsch. Oder sagen wir maximal 30. Alter, der Gib ihm Gambo, gib ihm Gambo. Er spricht, glaube ich, mit uns, ne? Irgendwas höre ich. Gib ihm. Ja, das Bild, das der wahrscheinlich in den Fett ist, wenn ich da Gas gebe, dann sitzt und er drängt mich ab, dann hängen wir. Du kannst ihn eher, glaube ich, abdrängen, wenn du ihn hinten am Fahrzeug rammst, dann drängst du ihn weg. Mach das nicht! Oh nein! Oh mein Gott! Nein. Ich hab's gesagt! Pass auf Video, wie er den Wagen gefahren hat, das geht morgen an Edmund, definitiv. Und der Flo der Relter, der neben mir steht, das habe ich auch gesehen, wie du die ganzen Leute mit dem Quad niederfährst, das geht morgen auch in Edmund. Ich habe schon in Edmund geschrieben, aber es ist bis jetzt noch nichts gewesen. Dann fahren wir die Spunde ein bisschen wieder hin, ich hol mir jetzt schnell nochmal ein Toolkit. Leute, wo seid ihr? Voila. Okay. Hier, der Flo, ja, der Flo Dingsbums will die ganze Zeit einsteigen. Dann Spaß halt einfach zu mit U. Ah, du hast mir Schlüssel gegeben, nice. Ja, wenn du innen hockst, kannst du dir das Auto zusperren. Habt ihr jo, Repair Kits bei derjenige, der das auf Video hat, schreibt mal bitte den FGP. Ich dachte auch hier irgendwo. Hier. Das steht und hier. Bei unserem Auto. Das ist unser Auto. Hier liegen unsere Klamotten noch. Okay. Jo, derjenige, der das auf Video hat. Ey, mein Koffer! Ja, Mr. Clipsafe, was ist los? Pickaxe. Oh, hier. Ja, wenn ihr Dings noch habt. Reparaturkit, können wir unsere Karre fit machen. Wie kann ich denn bitte mal schön hier den Funk lauter stellen, was hier reden? Ich hab einen. Soll ich fit machen? Die Karre oder was? Könnt ihr jetzt mal kurz ruhig sein? Derjenige, der das auf Video hat, wie der die Leute überfahren hat und Pivapo tralala und der rumtrollt, der soll mal bitte den Frontliner anschreiben hier in dem Spiel, der kann nämlich Leute bannen. Wo ist denn hier der Frontliner? Nee, einfach über Z-Handy und FGB-Frontliner anschreiben. Das sind Krawalla gerade Roller sind und den Namen von den Rollern reinmachen. Krawalla. Frontliner. Du brauchst eigentlich bloß Front eingeben, dann hast du ihn schon. Nachricht zum Anzeigen auswählen. Post. Hast du? Thomas, du hast ein Repair Kit, ne? Ich hab sogar zwei. Okay, gut. Also doch irgendwo anecken sollten. Ja. So, hab ich denen das jetzt geschrieben? Achtung, er kommt wieder aber in mit den beiden, Richtung. Aber mit den beiden Namen musst du halt schreiben.
Ich bin auf 200, ne? Ja. Nice. Jetzt sind wir am Kran vorbei. Jetzt will ich langsamer fahren. Oh. 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 Alles easy. Ja, pass auf, der Floralti und der Hernandez, die klauen das Auto, definitiv. Ja, steig nicht ein. Da, guck der eigentlich schon rein. Sollen sie alle rein hier? Wer hat denn eine Waffe? Warte, lass die hinten rein. Solange alle die hinten reinkommen. Ja, sind hinten drin. Die fahren wir hier weg und dann erschießen wir die. Ja, los. Ja, derjenige, der die Waffe hat, kann auch ja, wenn die drin oder wir lassen im Auto. Die, ey, wir lassen die Atzen einfach am Arsch der Welt raus. Ja, mir geht, ey, Alter, ich hab grad 150.000 Euro. Wo fährst du jetzt hin? Naja, die haben wir jetzt aufgesammelt, die werden jetzt exekutiert und wir fahren euch jetzt dahin, wo ihr hin gehört. Zu Hänsel und Gretel im Wald. Ja, das klingt gut. In den Topf? Zum Wolf haben wir sie, zum hast Wolf. Hast du schon einen Harten? Der Detective ist unten. Ups. Ich weiß nicht, wovon wir sind. Wow. Oh, was für ein Fahrer. Manometer. Junge. Warte, lass mich raus, ich repariere. Bleib sitzen. Ich mach. Was ist los? Was ist hier los? Alles gut. Lol. Also wie kriege ich euch den Einzelnen jetzt mal hier lauter? Ich höre euch ja kaum hier. Das war Desync auf jeden Fall. So. Warte. Nein, er geht zu mir. Er hat das Video gemacht. Oh, bin drinnen weiter. Wer ist denn Walter hat einen Harten? Ist das auch ein Roller? Nein, Kleiner hat einen gerade. Jetzt müssen wir einfach. Ja, lass uns weiter abziehen einfach, hier vorne irgendwo. Nee, hier Hernandez. Hier Hernandez auch, ne? Ja. Sind schon down. Sind beide weg? Ja. Aber wer ist denn jetzt Walter Harten? Keine Ahnung. Einfach alle um. Wer Walter ist. Weil der sitzt ja noch bei uns drinnen, ne? Wollen wir den mal abziehen, die gehen irgendwo? Bei mir sitzt er noch drinnen. Naja. Ja, dann fahren wir noch mal ein Stück weiter rein. Fahr doch da oben einfach zur Lagerhalle fertig aus. Mr. CubeSafe, kannst du jetzt mal mit mir darüber auf den Transport gehen? $2,000. Fahr ja, nicht so weit. Fahr nicht so weit, weil wir müssen leider zurück. Denk dran. Ja, das ist ja. Komm. Der Chef, dass nichts passiert. Aber Walter, ey, Walter ist aber kein Troller. Wo gibt's denn hier Support? Ja, was wollen wir nur machen? Oben. Wollt ihr den mitnehmen oder nicht? Na, das ist kein Troller auf jeden Fall. Lass den wieder mit nach Atira, Alter. Alter. Dann fahr ich extra in die Pampa rein und dann zack. Dann ist es doch kein Troller. Ab, aber ich will ihn nicht abziehen. Also wenn, dann muss einer von euch ihn abziehen. Wir können ihn auch abziehen, kein Ding, aber... Du nicht, ich weiß schon. Ja. Na, wo ist die Logik? Hat dieser Fahrer hier auch einen Plan, wo er hin will? Nein! Er kennt sich 1A aus hier. Du bist neu, oder was? Heute angefangen? Ja. Für euch. Und wie gefällt's dir soweit? Bis jetzt habe ich nicht viel gesehen, außer die Person eben, wo alle Leute überfahren hat. Das ist schon mal ein Anfang. Ganz schlechter Einstieg. Ja, aber auf jeden Fall. Positiv ist schon mal, dass man hier nicht sterben kann. Daran. Steig nicht zu jedem ins Auto. Nur zu uns. Okay. Ich könnte auch anders enden. Nach Dauer sind Entschuldigung. Okay. Ja. Was wollen wir denn jetzt hier rauslassen oder was? Oder wie? Oder wer? Wenn du zu kurz hintereinander sprichst, oder? Ja, macht ja nichts, ich hab ja noch nichts. Von daher. Naja, die 2000 wärst du jetzt auch gewesen, ne? Mario kommt jetzt. Ja, die sind auf dem Konto. Ja, Mensch. Ich direkt bei mir. Ach so, okay. Dann steig mal bitte wieder aus. Ach komm, ich geb dir jetzt wieder Startgeld, warte mal. Oh man.
Hier, mein Freund, komm mal kurz mit. Frage. Komm mal mit. Komm mal mit, Walter. Komm mal mit. Ja? Ich geb dir jetzt ein bisschen Geld und fertig. Oh, der ist ja lustig, soll das Video hochladen, hallo? Das muss ich erstmal rendern und schneiden. Nein. Ich kann da niederschlagen, wenn es mir die Waffe gibt, ich kann da niederschlagen und kann da festnehmen. Wenn es einer ist. Der ist eh schon über alle Berge, der Kopf. Ja. Aber wie kann der noch fahren, wenn der die Mauer über Kopf gerissen hat? Als Kopf ist. Haben die besondere Autos oder wie läuft das? Ja, die haben alles besonders. Die Taser haben Auto-Aim und so. Ach so. Ja, deswegen treffen die halt immer, ne? Ach so, jetzt verstehe ich das. Ich habe mir schon gedacht, wie können die so gut schießen? Ach Mann, ey. So. Du wirst da aus einem vorbeifahrenden Auto getasert, Alter, und... Nee, aus Autos können sie dich nicht tasern, bloß... Oh, oh, oh. Da ist er, Achtung. Hier, der repariert gerade. Okay, kontrolliert ihn mal. Sollen wir ihnen behilflich sein? Das hat er bestimmt nicht gehört. Ja, ich komm schon klar, danke. Immer, wir machen Alkoholtest. Los. Immer. Wir müssen sie leider auf einen Alkoholtest überprüfen. Klingt leider kein Problem. Weil das sah gerade nach der Baustelle nicht sehr gut aus. Ja, ich weiß, meine Fahrweise ist heute sehr... Ey, du, der mit der Waffe. Wie viel? Ich schlag mir nieder und nimm da fest, wir nehmen da mit. Nein. Wie viel haben sie denn getrunken? Okay, nimm. Was hab ich? Wie viel haben sie denn getrunken heute? Was haben sie denn getrunken heute? Brauchst du ein Magazin? Nein, brauch ich nicht. Was heißt denn nicht viel hier? Ich riech Alkohol. Wie kann das denn angehen, dass die betrunken Auto fahren? Nehmen Sie mal die Waffe auf den Rücken, wenn die folgt. Dann fuhr ich meine auch raus. Soll ich ihn niederschlagen jetzt? Ich hab heute Morgen was getrunken. Ne? Das ist aber kein Roleplay, ne? Das ist aber halt... Dann musst du es aber jetzt sagen. Dann musst du das aber auch dann Waffe ziehen, ankündigen, sagen, dass ein Überfall, niederschlagen, fesseln. Ansonsten bist du halt mit einem Bannengrund dran. Das kann wohl sein. Nee, das geht nicht. So können Sie bitte nicht weiterfahren. Das kann ich nicht akzeptieren. Sie sind Gefahr für die Mitmenschen unter uns. Genau. Sie sind echt dringend, Jungs. Da muss ich Ihnen leider ein Ticket ausschreiben. Denken Sie mal an die spielenden Kinder an der Straße. Also, ich kann Sie jetzt leider nicht weiterfahren. Das geht nicht. Ich muss leider an das Wohl der Bürger denken. Das geht ja gar nicht. Warte mal. Ich bin jetzt erst warm gelaufen. Getrunken bin ich erst seit 10 Flaschen Wodka. Wir müssen jetzt irgendwie zurück abbringen, dass ich dann. So, dann mach doch mal ein paar Dehnübungen auf dem Boden. Das soll mal hier die. Da soll hier mal die Linie langlaufen. Fahrstreifen. Ja. Aber irgendwie ist es gleich gerade weg blöd, oder wenn wir jetzt gerade so eine Ruheblässe an. Das ist halt Überfall. Ja, gleich wieder schlagen. Er hat vorhin seine Hose verloren, die haben vorhin gekuschelt, hier der andere mit dem grauen Unterhöschen. Ja, mach ihm doch mal jetzt eine Ansage. Die haben so ein bisschen gekuschelt vorhin. Herr Officer, fühlen Sie sich eigentlich nicht bedroht hier? Ich fahr sein Auto. Wer sagt denn nicht, dass wir jetzt einfach alle eine Waffe ziehen könnten und sie dann mitnehmen können? Und dann zieh ich meine auch. Ja, aber ich glaube, deine zuerst. Du musst deine zuerst ziehen. Ah, ja, ich glaube, ja, ich will rein nehmen bleiben. Deine Waffe gezogen hast, das heißt auch, wenn ich meine Waffe ziehe. Ich will Ihnen mal am Popo schnüffeln, weil ich glaube, sie steckt ihn da ein wenig. So, dann Taser raus. Siehst du, jetzt hat er zuerst gezogen. Oh, oh. Jetzt musst du ziehen. Na, das ist scheiße. Der hat seinen Taser, Auto-Aim, ne? Draußen, was willst du denn jetzt machen da? Also, haben wir doch eine Waffe? Wahrscheinlich ist die vom Herrn Cube Dave. Das stinkt wahrscheinlich nicht. Hören Sie mal! Haben Sie mich beleidigt, dass ich stinke? Was soll denn das für ein Scheiß sein hier? Wasch dir mal die Ohren, da stinkt es raus. Mobiles Güllefass oder was? Beleidigend sein oder was? Du hast mich zuerst beleidigt, geh weiter! Was bin ich beleidigt? Sie können doch nicht meinen Kollegen beleidigen. Gib's einen in die Fresse! Sie wollen hier meinen Jungen hier mit der Blümchenunterhose, da sind sie doch scharf drauf. Sagen Sie ganz ehrlich. Dann gib's einen ins Gesicht und dann voll auf die Bordsteinkante. Überleg's dir. Ehrlich gesagt bin ich eher scharf auf den Herrn Eden, der gefällt mir nicht mit seinen schönen Holzfällern. Hören Sie mal, ja, haben Sie gegen alle hier, was die irgendwas komisches anhaben?
Ja, alle dafür müssen wir alle den betrunken Autofahren ist aber auch schlimm, ne? Heilige Gewalt. Ja. Ich bin ja nicht betrunken, ich bin ja erst seit 10 Flaschen Wasser betrunken. Dafür müssen wir jetzt eine blasen. Aber ihre Fahrweise ist ja unsicher, also das haben wir schon mal gesehen, ne? Also sie sind eine Gefahr für die Menschheit. Definitiv. Genau. Ich bin im Reh aus. Da diskutiere ich auch nicht damit. Du fährst hier, du machst hier Sachbeschädigung und wenn wir Sachbeschädigung machen, da kommen wir dafür auf. Jetzt redest du nicht jetzt hier. Sag das Wort die Mauer von deiner Oma. So, Herr Officer, jetzt stecken Sie mal die Waffe weg jetzt bitte, ja? Die Kollegen Scharfschützen sind auch schon in Position, von daher würde ich es mal lieber machen. Ach so, ja, meine auch. Meine Scharfschützenkollegen sind auch schon alle in Position. Mm. So, jetzt stellen Sie sich mal alle an der Straße auf, wie Sie auch, Herr Nix. Stellen Sie sich mal mit zur Straße hin. Lol. Wenn nicht, einfach an die Straße hin. So, Herr Cube Safe, ja? Lassen Sie mal auf, ja, komm, so das ist Polizeigewalt. Das ist Polizeigewalt. Ja. Wir nicht. Immer! Ich bin unschuldiger Bürger. Ich mache die Polizei nur darauf hinweise nicht auf die Fehler, die sie machen. Mann, jetzt hau ihn um da, los. Zieh die Waffe und hau ihn um, los. Ich glaube, los. Ja, ich glaube auch. Ja, Nitrox, leg mal die Waffe ins Auto. Er hat die Bodenkrabbelkrankheit. Hören Sie mal, Herr Officer, ich geh jetzt aber erstmal richtig kacken da hinten im Busch. Liegend kacken, das ist aber scheiße. Oh, der ist groß! Warte, ich komm gucken. Oh, ja! Oh! Da fallen sogar die Blätter ab. Alter Schwede. Komm, wir schmeißen den Kopf mit Scheiße an. Nehmen Sie mal die Waffe wieder runter. Das hier hat doch eine viel bessere Stahlfaktor. Wollen Sie mal an meinem Anus riechen? Ich muss ganz dringend schon wieder. Ja, das stimmt. Du musst mal schon rumlaufen, ne? Das ist Ey, ja. Ich sehe schon alle im Baum. Jetzt schlag ihn doch nieder. Jetzt ist er im Auto, scheiße. Stehen bleiben. Sie sind unsicher hier für die Verkehrssituation gerade. Genau. Du willst aber nicht. So. Wo will man denn nicht? Oh, ihr seid so laut, ey. Irgendjemand hat hier jemanden umgefahren. Oh nein. Nein. Bist du in das Auto gekommen oder was? Wow, was Mob, ey. Mob. Oh, was, da überfahren Sie den armen Herrn einfach. Sagen Sie mal. Jetzt hau ihn nieder. Hau ihn nieder jetzt. Ja. Ja, oh, einer von euch schreit, oh Was mache ich jetzt mit meiner Schlüpper? Herr Officer, können Sie mal bitte kommen? Ich hab ein Anliegen mit Ihnen zu klären, ja? Alter, Falle, ich komm gleich wieder. Wie bist du denn unter das Auto geklettert? Das ist ja geil. Ich wollte ins Auto einsteigen und der Herr Abriss hat mich natürlich gleich überfahren. Oh Mann, ey. Ja, genau, ich hab dich überfahren. Mhm. Du bist ins Auto reingerannt, Junge. Ich bin gefahren, dann sag dann schon. Ja. Ich komm nicht drunter durch, guck mal, ich bin zu fett. Ja, ich bin zu fett. Ja. Ah, jetzt mach's. Ja. Mach es. Zieh ihn aus. Ich komm nicht durch. Ich bleib mit dem dicken Hintern hängen. Gehen Sie einfach weg, ja. Tun Sie Ihre Waffe auf den Rücken oder gehen Sie weg? Herr Officer, kann ich mal kurz mit Ihrem Auto eine Runde drehen? Sitzt ihr noch in der Bullenkarre drin oder was? Nee, sitzt keiner drin. Wir sind in Gefahr für den Verkehr. Wir demonstrieren hier. Jetzt sind alle tot oder so. Das macht er nicht. Das zieht er nicht durch. Macht er nicht. Bleib hier. Irgendwas klebt an ihrem Auto. Du Vollidiot! Los, hinterher, die nehmen wir. Die packen wir uns. Gib mir mal die Waffe. Ja, ich leg's wieder ins Auto. Los,
los. Ich bin drin. Linda! Wo ist Security denn? Mich hat's wieder rausgehauen. Die Waffe! Ja, ich kann nicht mal Autos kaufen. Nicht im Auto, das geht. Im Auto. Wo bist du denn überhaupt jetzt? Bist du ein Kavala? Ja. Komm, den holen wir uns. Das wäre geil. Jetzt! Hopp, pack ihn dir! Jetzt! Mach ihm eine Ansage. Nee. Kuckuck! Alter, der kann nicht fahren, oder? Nee. Das wäre geil, ey. Los, am nächsten Baum kriegen wir ihn. Ja, streift schon wieder irgendwas. Los, beeil dich. Rückschiff. Was macht ihr? Wir fahren ihn gerade hinterher. Es gibt wieder lustigen YouTube-Stuff, aber den kann ich nicht hochladen wegen meiner Schallstimme. Ach Gottchen. Doch wurscht. Oh, hat er eine Holzleitung. Kannst das bei mir angucken? Ja, oder bei mir. Ich lad's auch hoch. Es läuft eh schon alles nebenbei, von daher. Wo ist der denn jetzt hin? Wo ist er hin? Bankstellen Räuber suchen. Nehmen wir doch die Sportlimousine, dann wären wir schneller gewesen. Ach, der hat doch bestimmt schon wieder einen Unfall gebaut. Da fahr ich voll in ihn rein oder so. Ist das hier die Todeskurve? Nee, ne? Nein. Richtig schön reinrahmen in das Ding. Wow. Na, der ist weg. Der ist garantiert woanders lang gefahren. Ich hab zwar nur 30 Leben, aber den knall ich jetzt die Hülse da weg. Aber da ist kein ordentliches Scope drauf, ne? Scope, wir brauchen Scope. 1, 2, 3, 4, 5 Leute hast du vor dir. Ich hab gar keine Magazine. Ich hab die 3 reingelegt. Nee, den einen Bullen, da kommt noch ein Bullenwagen. Warum hier? Ihr habt eine Sportlimousine. Ach, Officer Mila. Oh nein. Ich die schon wieder. So, komm mit mir. Ich knall die da unten weg, ist mir völlig egal. Die haben das RDM eröffnet. Ich die nehme ich gerade mit. Oh. Der nimmt alle mit. Der nimmt alle mit. Ja, soll er mal tun. Ja. Los. Obwohl er euch nicht mitnehmen darf, ne? Obwohl er nichts gemacht hat. Ich hab ja nicht mal was gemacht. Ich auch nicht. Ich hab mich da hingesetzt. Dann hat er mich getasert und festgenommen. Ich hab 30% noch, dann bin ich tot. Ist egal. Das Blöde ist halt nur, ne? Da will ich das mit die Situation klären, dann wäre ich gleich getasert. Tja. Ganz blöd. Na, ich auch. Seid ihr schon im Auto? Nee. Ich auch. Jetzt holt er mich gerade, warte. Aua! Aua! Alles ab, was da Hilfe! Oh mein Gott. Hilfe! Hilfe! Auf die Truck. Jo. Also wir sitzen alle im Truck. Soll ich den Pickup die Reifen zerschießen? Ja, mach mal. Mach alle weg, die stehen alle auf dem Haufen, da brauchst du nur reinhalten. Du brauchst bloß irgendein Fahrzeug hier zur Explosion bringen. Ja, genau. Am besten die blinkende Bullenkarre hier. Ja, genau, mach mal. Die sind alle richtig an der Bullenkarre dran, ey. Wenn die hochgeht, ja. Fünf Stück mit einem Streich. Jetzt, jetzt laufen sie alle weg. Sehr schön. Hast keinen erwischt. Die rennen wie angestochen. Haben die mich gesehen? Wer rennt da? Na, die wissen halt, von wo es kam, ne? Noch ein Kopf. Wer rennt denn da von uns über die Straße? Wer ist das denn? Ich bin das, ich. Haben die dich nicht festgenommen? Nö. Alle? Warum nehmen wir die dann nicht fest? Ich hab mich da hingesessen. War da gesessen und der ist nicht einfach und nimmt mich mit. Zwei Cops sind hier an der Sportlimo. Ich guck mal, ob ich die Situation nutzen kann und eine Karre klauen kann. Nee, ich seh zwei Cops, Ruhe kurz. Was ist denn hier los? Was ist denn das für eine Situation hier? Warum bin ich festgenommen worden? Ich war hier am Strafverband gesessen und ich wurde einfach getatet. Wow. Lol. Vor allem hier arbeiten Leute zusammen, ne? Das ist ja unnormal. MWW ist hier dabei und hast dich gesehen, ne? Dann 5000 andere No-Names. Naja, und das sind alles so eine komischen Cop-Huscher. Hey, und was geht, mein Freund? Alter, die Cops stehen genau in meinem Haus, also wenn die Tür öffnen, dann bin ich dran. Dann schießt du einfach.
kann mich leider nicht bewegen. Ich bin festgenommen worden ohne Grund. Befrei mich! Befrei mich! Hey, oh, oh. Dagegen kannst du klagen, ne? Hast du jemanden erwischt? Internationaler... Nee. Ja, doch. Doch, doch, hat er. Jim Knopf. Achtung, Achtung, jetzt ballern sie wieder. Hey, yo, du. Hast du mal 50 Cent, dass ich meinen Anwalt anrufen kann? Hey, nur 50 Cent, mein... Oh, oh. Ah, fuck. Und Silly hat den Cube gekillt. Ah. Ja, ich hab denen auch noch ein bisschen was mitgegeben. Wo haben die dich denn gekriegt? Im Haus, ich war im Haus drin und die standen alle drei vor meinem Haus. Und dann kam der eine, der rennte, den habe ich noch geschossen, der ist auch umgefallen und dann kamen schon die anderen Schüsse rein. Matze, das sind auch feige Schweine. Kannst du die Karre zur Explosion bringen, dass wir hier in die Luft gehen? Mach mal, los. Lieber in die Luft setzen als nass. So, wo soll das? Ja, ich wusste halt nicht wie, ne? Ich hatte keine eigene Karre und so. Was ist denn näher? Akira, Pyrgos, Kavala? Der weiße Offroader muss auch offen sein. Hock dich rein und fahr einfach knallhart in den Tanklaster rein. Von uns? Knallhart nach uns. Okay. Von uns aus Akira. Los. Weiße Offroader normalerweise. Ich bin jetzt in Akira. Wo muss ich denn hinkommen eigentlich? Oh, wo hab ich denn nochmal hingestellt? Oh mein Gott. Warte, ich geb dir mal einen Punkt. Sehe ich euch nicht auf der Map? Ah, ich seh mal hier. Warte, schreib hier. Jetzt müsstest du was sehen. Ja, jetzt müsstest du einfach DP12. DP12 seid, ah, ich sehe das, wo die ganzen tausend Cops sind. Ah, 3 Kilometer. Ist hier nicht New Life Regel auch? Ja. Ich schon. Ja, wir sind gleich weg, Herr Batman, dann dürfen wir. Und wir fahren. ich muss so aufdringend auf Klo. Auf fast hat seinen eigenen Kopf umgekehrt. Guten Tag. Moin. Ja, meine Herren, die Befreiungsaktion Ihres Kollegen ist fehlgeschlagen. Ja, moinsens. Welche Befreiungsaktion? Ja, moinsens. Welcher Kollege? Wollt ihr mir helfen, meine Freunde zu befreien? Der Kollege, der tot ist. Wir haben keinen Kollegen. Kollege, nix, Kollege. Ja, Kollege ist nix, Kollege von uns. Darf ich ein Fahrzeug in der Safe Zone klauen? Das können Sie bitte alle schon sein, man versteht sowieso nichts von Ihnen. Ich auch nichts verstehen. Ja, nicht. Ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. Nee, darfst du nicht. Einen Unfall haben wollen. Ich nichts verstehen. Nichts verstehen. Nichts verstehen. Nein, wir sind richtig. Ja, die werden gleich abgeschoben. Keine Angst. Nix. Aus welchem Grund denn überhaupt detektiert? Ah, da nicht. Nichts verstehen. Nichts verstehen. Das ist nicht meine Entscheidung. Nichts verstehen. Nichts verstehen. Ich auch. Da darf ich ja brauchen wir Leute, die was verstehen, wenn man mit ihnen redet. Nichts verstehen ist nichts gut. Na, nichts verstehen, nichts verstehen. Oh, fuck, jetzt habe ich die Karre geschrottet. Naja, ist schon ja, gut, das ist schon nix gut. Ich werde Ihnen das mal kurz erläutern. Sie schießen. Oh Mann. Das heißt, wir sind Gefängnis. Schießen, nix schießen. Gute Frage, keine Ahnung. Wir haben doch nicht einmal eine Waffe. Ja, ist drei. Wie sollten wir dann schießen? Nix schießen. Ich mache einen Schuh, Leute. Meine Oma schießen immer früher. Macht's gut. Tschö. User disconnected from your channel. Wo wollen die jetzt überhaupt hin mit uns? Ja, Atira Haku. Ach so. Klar können die das, die... Du könntest denen jetzt entgegenfahren. Und dann rammst du die. Volle Elle. Ja, ihr fahrt gerade an mir vorbei. Ja. Kann ich nicht mal meinen Kopf bewegen? Ich komm auch mal in das Haku, ja? Nein, das ist du nicht. Ach, warum ja, nicht? Ach, ja. Weil das New Life Regel ist. Warte mal, ist New Life Regel nicht einfach, wie lange darf man nicht dahin? Gar nicht mehr. Du darfst dich nicht mehr in die Situation einmischen, wenn du gestorben bist. Genau. Bis die Situation vorbei ist, weiträumig. Ich sehe schon, das wird wohl eine hohe Geldstrafe bzw. Knast. Naja, ich habe eh kein Geld, von daher gehen wir im Knast. Ich gehe in den Knast, weil ich weiß warum. Ich habe nichts Illegales dabei, ich kann nichts verlieren. Ich krieg's danach wieder alles fertig. Ah. So, meine Herren, da Sie ja leider der alten Sprache nicht mächtig sind, machen wir das jetzt hier kurz und knapp. Sie wurden in Ihrem Fahrzeug mit einem Schwerverbrecher gesichtet, welcher auf uns geschossen hat. Deshalb ja, wäre doch lustig gewesen, wenn ich alle Cops weggemacht hätte. Was?
Ich nix verstehen, nur kommen aus Afrika und nix. Die schlimme Delikt steht bei uns im Staat. Wir wurden leider die Gefängnisschule. Über die genaue Dauer wird dann der Haftrichter höchstpersönlich entscheiden. Mulachte belehre, belachtle. Genau, genau. Das sag ich auch. Was gibt's bei Ihnen, Officer? Was gibt's? Ich habe T-Shirts. Wir sind leider auch keine Officer anwesend. Oh, ich meine Detective. Tut mir leid, Detective. Du, ich muss mal ganz kurz... Wir haben nicht vor, den Test genommen. Frau Mieler, möchten Sie den Herrn kurz eine Unterhaltung bieten, während ich die Fahndungslisten aktualisiere? Ja, meine Herren, ich muss mal sagen, es hat mir nichts, das war wohl nichts. Wir sollten wirklich nettere Freunde suchen, als diesen Herrn, der dank Hilfe von gestorben ist. Ganz kurz, oder müssen wir einen Doktor rufen? Ich nichts verstehen. Beihilfe zum Mord. Kann man eigentlich sagen. Und warum? Und was sagen sie? Weil ihr Kollege Ruhe redet, danke schön. Weil nämlich ihr Kollege, der jetzt gerade vorhin davon gelaufen ist, auf mich und auf uns. Leute, wir waren schon längst gefesselt und haben gar nichts damit zu tun. Ja, sag ihr das doch mal. Sag ich auch, ne? Was ist dafür, wenn ich am Straßenrand sitze und er macht das? Ja, ich würde mal behaupten, mitgehangen, mitgefangen. So, es muss jetzt doch jetzt sein. Das ist aber gar kein Recht. Wir haben uns einfach arrestiert, ohne irgendwelchen Grund. Ja. Ich wurde von Ihnen beleidigt. Ja, genau. Und dann wurde ich festgenommen, wollte ich die Situation klären. Ich habe Ihnen viermal gesagt, Sie sollen weiterfahren. Von mir? Sind Sie einfach raus. Also guter Mann. Ich weiß nicht, ob Sie Alzheimer leiden oder sonstiges, aber jetzt rede ich Ruhe, Officer danke. Mila, lassen Sie mich doch mal reden. Ne? So, die Situation ist ganz anders. Was will er von euch? Ich bin zu denjenigen hingelaufen und dann wurde ich schon einfach festgenommen. Und zwar vom Detective. Ja, weil sie ihn verfolgt haben und er sich bedroht gefühlt hat. Bitte? Bitte? Gucken Sie mich an, Sie drehen doch nichts weiter. Sie machen das doch immer so, wie Sie es gerade wollen, oder wie? Also eigentlich haben Sie gar nichts gegen mich in der Gegen mich auch nicht. Ja, ich habe nie was getan. Er soll jetzt, er sagt, arbeiten, Deutschland gehen, arbeiten. Nix schießen, nix. Ich bin doch deutsch. Na, komisch aber. Oh mein Gott. Was ist los? Sehen Sie nicht den Mann, weil dieser komischer Mann mich verletzt hat. Ich verstehe seine Sprache nicht wirklich. Ich verstehe die Sprache von dem Nachbarn hier leider nicht. Tut mir leid. Welchen? Links, rechts, oben, unten? Keine Ahnung, wen Sie meinen. Ja, der bewegt sich hier neben mir, Officer. Der linke Mann natürlich hier. Ja, sehen Sie, das und komischerweise hören Sie der gleichen Gruppierung an. Ja, ich gehöre nicht immer diese Gruppierung an. Also genau, Officer. Warum werde ich denn verknackt? Hallo, ich gehöre nicht diese Gruppierung an. Weil Sie mit dem Herrn unterwegs waren. Wenn Sie mir jetzt schon fünfmal zugehört hätten, hätten Sie schon fünfmal verstanden? Ja, aber nein. Stopp! Ich wollte bis zum Ende und Sie haben mich mitgenommen, weil Sie da dann angehalten haben. Oder mit Leuten, die... Naja, vertrauenswürdiger sind, dass wir die zwei Herren recht haben. Aber der Detective wurde doch angeblich angeschossen noch, aber nicht von den Abrissherren, oder? Von daher, vielleicht ist man auch geil und keine Ahnung, weiß ich nicht. Möchten Sie noch eine schöne Abschlussrede halten, oder darf ich den Herrn jetzt den Bus übermitteln, der gerade ankommt? Gott. Da gibt's doch gar nichts. Wird dann knapp, oder was? Keine Frage. Der Herr Grünenschwert, schönen Aufenthalt. Ja. Lunchpaket haben Sie erhalten. Kleiner Tipp. Flüssig Seife ist angenehmer. Wiedersehen. Neu. Oh, 20 Minuten Knast. Wünsche 20 Minuten Knast. Ist nichts tun, oder was? Ja.